Die Haushaltung Gottes, Band 1, die Urgeschichte der Menschheit. Drittes Kapitel, der Herr als Vater seiner Kinder. Den 20. März 1840 dem Jakob Löber gegeben. So sprach der Herr zu und in mir für jedermann, und das ist wahr, getreu und gewiss. Ich bin ein guter Wirt. Auch nicht eine Brosame geht verloren. Wer sein Kapital bei mir anlegt, dem wird es hohe Zinsen bringen. Und es wird in meinem Herzen intabuliert bleiben, und die Zinsen werden wachsen in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Blick empor, du Tor, und schaue den Sternenhimmel an. Wer hat je die Sonnen gezählt, deren Zahl kein Ende hat, und die Erden alle, die ich um sie zu Tausenden bei jeder einzelnen geschaffen habe? Und ich sage dir, der ich wahrhaftig und getreu bin in jeglichem meiner Worte, um einen Pfennig gebe ich eine Erde, und um einen Trunk frischen Wassers eine Sonne. Wahrlich, ich sage dir, der geringste Dienst der Nächstenliebe wird auf das ungeheuerste, unaussprechlichste belohnt werden. Du fragst mich, ob wohl überall auch Menschen seien, wie hier auf der Erde, die du bewohnst. Und ich sage dir, ja, es gibt überall Menschen, die aus meinen Eingeweiden hervorgehen und mich erkennen nach der Art der Eingeweide, und die aus meinen Händen hervorgehen und mich erkennen an meinen Händen, und die aus meinen Füßen hervorgehen und mich erkennen nach meinen Füßen, und die aus meinem Kopfe hervorgehen und mich erkennen nach meinem Kopfe, und die aus meinen Haaren hervorgehen und mich erkennen nach meinen Haaren, und die aus meinen Lenden hervorgehen und mich erkennen nach meinen Lenden, und überhaupt die aus allen und jeden Einzelteilen meines Leibeswesens hervorgehen und mich danach erkennen. Und ihr Leben und ihre Seligkeit entspricht dem Teile, aus dem sie hervorgegangen. Und sie sind alle meine Geschöpfe, die mir lieb sind. Denn ich bin ganz Liebe und bin überall die Liebe selbst. Aber die Menschen dieser Erde rief ich aus dem Zentrum meines Herzens hervor und schuf sie vollkommen nach meinem Ebenbilde. Und sie sollten nicht nur meine Geschöpfe, sondern meine lieben Kinder sein, die mich nicht als Gott und Schöpfer, sondern nur als ihren guten Vater erkennen sollen, der sie nach kurzer Prüfungszeit wieder ganz zu sich nehmen will, damit sie da alles haben sollen, was er selber hat, und bei ihm wohnen möchten ewiglich und mit ihm herrschen und richten möchten das All. Aber siehe, alle meine Geschöpfe lieben mich als ihren Schöpfer in dankbarer Freude ihres Daseins, aber meine Kinder wollen ihren Vater nicht und verschmähen seine Liebe. Siehe, ich bin traurig, wenn ich sehe, wie stündlich Tausende und tausendmal Tausende dahinwelken und sterben. Oh, wenn ich ihnen doch nur helfen könnte. Ist es nicht traurig, wenn der Allmächtige nicht helfen kann? Du fragst mich schon wieder, wie denn das möglich sei. Oh ja, sage ich dir, das ist sehr möglich. Siehe, alle meine Geschöpfe hängen an meiner Macht, aber meine Kinder hängen an meiner Liebe. Meine Macht gebietet und es geschieht, aber meine Liebe wünscht nur und gebietet in aller Sanftmut den freien Kindern, und die freien Kinder verstopfen ihre Ohren und wollen nicht das Angesicht ihres Vaters schauen. Daher, weil sie frei sind, wie ich es bin, kann ich ihnen nicht helfen, wenn sie es nicht wollen. Denn meine Macht geht über alles, aber mein Wille ist meinen Kindern untertan. Dieses aber soll sich jeder hinter die Ohren schreiben: Ich bin euer Vater, bin aber auch euer Gott, und außer mir ist keiner mehr. Wollet ihr mich als Vater oder als Gott? Eure Taten werden mir die entscheidende Antwort geben. So merket es denn. Die Liebe wohnt nur im Vater und heißt der Sohn. Wer diese verschmäht, der wird der mächtigen Gottheit anheimfallen und wird seiner Freiheit auf ewig beraubt werden, und der Tod wird sein Anteil sein, denn die Gottheit wohnt auch in der Hölle, aber der Vater wohnt nur im Himmel. Gott richtet alles nach seiner Macht, aber die Gnade und das ewige Leben ist nur im Vater und heißt der Sohn. Die Gottheit tötet alles, aber der Sohn oder die Liebe in mir hat Leben, gibt Leben und macht lebendig. Dieses alles sagt der gute Wirt und der sparsame Vater allen seinen Kindern, damit sie sich bessern sollen, um einst das Erbe zu nehmen, das ich ihnen von Ewigkeit so treulich bereitet und aufbewahrt habe. Deinen Freunden und Brüdern sage ja in aller Liebe: Ich, ihr liebevollster Vater, habe schon meine beiden Arme ausgestreckt, um sie allesamt an mein Herz ewig, ewig zu drücken.
Sie sollen sich ja nicht mehr von mir wenden, sondern unverwandt sollen sie in mein Angesicht schauen. Und mein Auge wird es ihnen sagen, ja laut verkünden wird es ihnen, wie sehr ich sie liebe und wie aufrichtig ich es mit ihnen meine. Sage ihnen, ich habe ihre Sünden von meinen Augen hinweggetan und habe sie gewaschen so weiß wie der Schnee. Es ist nun kein Hindernis mehr. Ich will ihnen kein unsichtbarer Vater mehr sein. Sie sollen mich allezeit schauen und mit mir tändeln und schäkern und sich freuen. Alle ihre Sorgen sollen sie nun mir übertragen. Oh, mit welcher Freude will ich fernerhin sorgen für sie. Oh, was sind alle Freuden und Seligkeiten meiner Himmel für mich, den Vater, gegen die von meinen lieben Kindern als einziger wahrer Vater geliebt zu sein. Siehe, alle Seligkeiten gebe ich euch für diese einzige, die ich nur für mich bestimmt habe. Und darum sollen meine Kinder auch niemanden als mich, mich nur ganz allein ihren Vater nennen. Denn ich bin es auch und bin es auch mit allem Rechte. Und niemand kann mir das Recht nehmen, da ich der Einzige, Alleinige bin und außer mir keiner mehr ist. Siehe, ich will sie, das heißt deine Freunde und Brüder, die alle beim Namen H-L-V-T-S-S-A-A-S-S nennen, sie sollen alle meinen Vatergruß empfangen, und heute noch sollen ihnen die Pforten der Himmel geöffnet werden, dass die Augen ihres Geistes sind, und ich will noch heute wohnen in ihren Herzen. Nur eines noch sollen sie mit Beharrlichkeit tun, nämlich ihr Fleisch sollen sie reinwaschen aus dem Brunnen, da lebendiges Wasser innen ist, und einen Stab sollen sie nehmen, der zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß ist. Den sollen sie zur Hälfte abbrechen, und den schwarzen Teil sollen sie der Welt unter die Füße werfen und den weißen Teil für sich behalten, zum Zeichen, dass sie mit der Welt und mit ihrem Fleische auf immer gebrochen haben. Das ist aber so viel, dass sie ernstlich in sich gehen sollen, sich ganz erkennen und mir dann ihre vorgefundenen Gebrechen in ihren Herzen treu und wahr vortragen. Ich werde den Unrat aus ihren Herzen vertilgen und werde sie mit dem Feuer meiner göttlich-väterlichen Liebe erfüllen. Und so gereinigt sollen sie sich dann dem Priester zeigen durch und in der Beichte. Und sodann werde ich kommen und mit ihnen am Altare das Freudenmahl halten. Sage ihnen noch hinzu, dass sie sich ja nicht in und an der Kirche stoßen sollen. Denn eine jede Speise, die ich anempfehle, reinige ich für den, der sie im Geiste und in der Wahrheit genießen will. Und dann soll er sie genießen ohne Sorge. Was ich meinen Kindern gebe, das ist rein. Und wird durch die äußere Form nicht entheiligt für jene, für die ich es gesegnet habe. Den Tempel werde ich segnen, und die Stätte wird heilig sein, wo sie sich befinden werden, denn ich, ihr heiliger Vater, werde da sein mitten unter ihnen, wo sie hingehen werden, und kein Haar soll an ihnen gekrümmt werden. Sage ihnen ja ganz bestimmt und gewiss, meine Liebe harret ihrer, und meine Arme will ich nicht eher schließen, als bis sie allesamt in meinen Armen ruhen werden, wo sie ihren liebevollsten heiligen Vater von Angesicht zu Angesicht schauen werden und ihrer Freuden nimmer ein Ende sein wird. Amen. Sage allen, die mich suchen, dass ich stets zu Hause bin, niemals ausgehe und dass ich nicht nur gewisse Stunden oder Zeiten bestimmt habe, in welchen man zu mir kommen kann, wie zu den Königen der Erde und allen Großen der Welt. Also nicht nur am Sabbate oder Feiertage, sondern zu jeder Minute ist mir ein liebendes Herz angenehm und in der Nacht selbst habe ich noch nie vor jemandem die Tür verriegelt. Wann immer ihr also klopfen werdet, will ich herein sagen. Du musst und kannst es nun schon frei heraussagen, ob ich dich je zu etwas zu einer bestimmten Zeit genötigt habe oder ob es nicht allezeit deinem freien Willen überlassen war, dich zu mir zu begeben und um irgendetwas zu fragen, das du hast wissen wollen und ob ich dir je eine Frage schuldig geblieben bin. Und hast du mich aus der Hölle gefragt, so antwortete ich dir. Und warst du auf der Erde, so sprach ich mit dir. Und in den Himmeln sprach ich mit dir. Bei Tag und bei Nacht ist dir mein Ohr beständig zugekehrt. Was du aber hier schreibst, schreibst du ja nur nach deiner Zeit und Muße, und mir ist es allezeit ganz recht. Und solange du es willst und wie viel du willst, und siehe, mir ist es recht. Daher sage ihnen ganz getreu, mir sei es ganz einerlei, wann jemand zu mir kommt, wird er angehört und angenommen. Sage den Kindern, dass sie ja nicht Spott mit mir treiben sollen, sondern dass sie das ernstlich nehmen sollen. Sage ihnen, dass ich durchgehends kein Spaßmacher bin, noch irgendeinen Spaß verstehe,
denn ich meine es ernst mit allen, mit Großen und Kleinen, mit Jungen und Alten, mit männlich und weiblich. Ausnahmen finden bei mir gar keine statt. Denn siehe, meine Geschöpfe, die nichts taugen, zerstöre ich augenblicklich und vernichte sie auf ewig. Aber für meine Kinder habe ich auch Strafen in Menge und will die Ungehorsamen züchtigen bis auf den letzten Tropfen ihres Blutes. Und sie werden dann gewiss erkennen, dass ich wenigstens der Herr im Hause bin, wenn sie mich schon als liebenden, heiligen Vater nicht erkennen wollen. Wehe aber denen, die meine väterlichen Züchtigungen verkennen und missdeuten. Ich sage noch einmal, wehe ihnen. Diese wird der Vater verstoßen, und sie werden dann mit ihrem ewig unerbittlichen Gott zu tun haben. Das sage ich dir als einem schlechten, faulen Knechte. Amen. Ich, Jehova, Amen.